Jetzt ja noch. Oh, da kommt es noch Federn. Oh. Schön, Fahrstuhl. Geht's hier noch weiter? Nein. So, nochmal schön hier. Aufs Ohr, ne? Du Arschloch. Ah, oh, endlich! Komm ab! So, jetzt müssen wir mal gucken, wo waren wir denn hier noch nicht? Dort oben war das mit der Wolke. Da waren die mehreren Plattformen. Ich gehe mal jetzt hier einfach mal dahin. Keine Ahnung, ob. Ich glaube, ja, war schon. Ich habe schon ein paar Federn abgestaubt. Okay. Gehen wir mal hier hin und dahin. Ich habe noch keine Ahnung, wo es mich gerade hinführt. Ah, ich habe aber eine Idee, wo ich hin möchte. Und zwar nehme ich dort oben. Da rein. Da rein. Hier rein. Und wir gucken, wo es dahin geht. Zack. Bin ich da schon reingegangen? Monument? Ah, ah, wow, was? Aha. Wie? Was? Ja, komm, du siehst mich doch gar nicht. Ich kann dich doch... Na, was ist... Hm. Und dich irgendwie bekehren? Oh, Homie hat's. Nee. Ah, Sven. Was? Ach komm, lass mich doch in Ruhe. Dann eben nicht. Dann eben nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Ich lasse die Wolke jetzt weg. Die ist mir zu doof. Ich gehe jetzt einfach mal wieder in die andere Welt zurück. Dazu geht's erstmal zurück zum Buch. Stimmt ja, den da unten hatten wir ja auch noch. Hä? Okay, der ist nicht mal da. Gut. Dann gehen wir erstmal zu unserem Buch zurück. So. Kann man damit noch was machen? Brauchen wir auch irgendwie Pages. Kann man das noch weiter erweitern? Mal warten. Ladebildschirm, nur bei dir. Ladebildschirm, nur bei dir. Na, 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 na. Los, mach hin. Los! Ladebildschirm, nur bei dir. Ha!
Kann man? Hier kann man nichts mehr machen. Geh mal hier hoch. Glitzert doch irgendwas. So. Ja, einfach so rein. Was soll ich denn warten? Oder 1,99 $ für besondere Bienenmünzen bezahlen? Wie geil ist das denn? Ja, wundervoll. Was bist du denn? Ist hier irgendwas? Das sieht schlecht aus. Na, ja, mal gucken, was es hier noch so gibt. Schnauze! Hey du da draußen, wusstest du, dass du L klicken kannst, um dich im Zielmodus umzuschauen? Das könnte sich als praktisch erweisen. Ah, hier wird es erklärt, alles klar. Sehr schön. Gut, das klappt nicht. Ich brauche Eis. Ja, komm schon. Gibt's hier Eis? Es gibt da unten Eis. Das habe ich gesehen. Hier gab's doch irgendwo Eis. Okay. Hey, Glühbirne! Man kann ja mal gucken. Superkracher, halt einen mächtigeren Kumpelkracher. Rollen verbraucht weniger Energie. Ah! Ein Schmetterlings Gesundheitsplatz. Aber, hier könnte man jetzt vielleicht hier, ne? Die Wolke besiegen. Das klingt schon mal sehr gut. Na. Hechi! Ach, Mensch, wenigstens kleiner Erfolg hier. Weg. Rein. Oh. Geht's denn da rein? Jetzt bin ich neugierig. Die geilste Ladesequenz ever. Da nutze ich einfach mal kurz was zu trinken. So. Capital BS Büro.
Alles klar. Mit wem redet er? Der Vorsitzende. Na, ja, das werde ich definitiv verhindern. Die Pages gehören mir. Das sonderbare Duo. Na, sicher doch. Ich glaube nicht. Ruhe, man versteht gar nichts. Oh, oh, jetzt ist jetzt kaputt. Alle Viertelminute schlechter. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie gegen uns machen wollen, ja? Ja, viel Quiz. Alter, diese Quiz hatte ich schon hinter mir. Ah, sehr schön, als den Mindestlohn zu zahlen. Ach, super. Die Charaktere, die sind einfach geil. Cool, das war jetzt einfach bloß mal so eine Zwischensequenz. Auch nicht schlecht. Na nü. Ah, Dr. Quas Quickstime. Ja, yippie. Der Moderator. Schau, Lely, das ist sicher Kapitel BS, großer Schergenmanager. Wenn Groß eine Stellenanforderung war, wird der Typ ihr nicht gerecht. Vielleicht lässt er uns vorbei, wenn wir ihm ein paar Brotkrummen hinwerfen? Brotkrummen. Geil. Brotkrummen. Es gibt keine Brotkrümel mehr, es gibt jetzt Brotkrummen. Quack, quack, quack. Schnellfeuerquiz. Mit dem was? Ihr müsst 10 korrekte Antworten liefern, um meine Fragenattacke zu überleben. Oh. Wenn ihr eine Frage korrekt beantwortet, lasse ich euch weiter. Aber bei einer falschen Antwort verliert ihr ein Leben. Wenn ihr alle 3 Leben verloren habt, geht es am Start von vorne los. Muhahaha. Okay. Jetzt redet vor. Es gibt einen anständigen Rätselplatz. Na dann. Pages, legales Eigentum von Hyrule Towers, wie viele habt ihr insgesamt? 17. Mumpitz! Er hätte es schwieriger Fragen stellen sollen. Ah, sehr gut, Runde 1 haben wir geschafft. Verflixt und zugenäht. Eine super schnelle, korrekte Antwort. Es gibt 2 Punkte, sehr schön. Mit 2 Felder weiter. Die lächerliche Wolke Nimble. Wo in dem Stammblock droben findet man sie? Ey, ich bin jetzt so oft da gewesen. Ja, ich weiß, wo die ist. Sehr schön. Die ahnungslose Wissenschaftlerin Dr. Putz, wonach sucht sie immer? Nach diesen Neutronenmolekülen. Ja, dafür habe ich gar keine Zeit, das ins Handy einzutippen. Aber schön, dass er das so erwähnt. Die Ritter von Hamelot. Welcher reitet auf einem armseligen Pferd? Oh. Lutzalot? Nein, ich würde euch das Publikum fragen lassen, wenn wir eines hätten. Verdammt! Ein Leben verloren.
Dieser Charakter, wer ist es? Ah ja, hier, diese Skelettentante. Clara. Ja. Vermaledeit. Die Ausdrücke. Okay, letzte Frage. Diese fadenscheinigen Schmetterlingsschübe. Wie viele habt ihr bisher gestohlen? Ah, sehr schön. Das war einfach jetzt geraten. Ich habe jetzt keine Ahnung gehabt, was Webe. Was? Noch eine Frage? Oh. Phaeton, legales Eigentum von Hyrule Towers. Wie viele habt ihr insgesamt? Oh Gott. Was? Scheiße. Haben wir schon zu viele? Hä? Mehr als 84? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut. Trowers fadenscheinige Move. Welche habt ihr als erstes gekauft? Nein! Ah, jetzt habe ich so schnell geklickt. Verdammt! Ah, Mann, wir standen kurz davor. Ach, wie schade. Ihr scheint keine Leben mehr zu haben. Schade. So, ein Pech. Vielleicht habt ihr nächstes Mal mehr Glück. Ja, haben wir. Und direkt zum Start, ihr Dummerschen. Verdammt! Wir hatten so einen schönen Lauf gehabt, ja? So einen schönen. Na gut, probieren wir es nochmal. Ja, möchten wir. Definitiv. Dem Stammblock-Eingang. Welche Farbe hat der Ghost weiter? Ah, oh, das war wird doch nur geraten. Sehr schön. Okay. Zwei Felder nach vorne. Großes fadenscheinigen Moves. Welche habt ihr? Ah, jetzt als erstes gekauft. Echsenpeitsche, Sonarschild. Oh, echt nicht? Scheiße. Habe ich das andere als erstes gekauft? Okay, na gut. Ja, wir haben noch was. Der betrügerische Händler Trouser. Wie viele Federn verlangt er für seinen ersten Move? Was? Wow, Glück gehabt. Eigentlich war das Wetter hier so ein Schnelldrück. Aber zum Glück war die Antwort 0. Ich hätte tatsächlich überlegt. Die lächerliche Kuh Dr. Putz mit ihrem Fischglas. Was verwandelt ihr als Transformation? Eine Pflanze. Ah. Ja, haben wir. Die stand nämlich direkt neben meinem Monitor. Okay. Die Ritter von Hamelot. Welcher Reiter auf einem armseligen Pferd? So. Lady Leopold, Sir. Ah, verdammt. Also es ist die Lady. Gut, gut. Merkt man sich. Oh Mann. Dieses Bild, wo wurde es gemacht? Okay. Ja, bei Rambo. Rambos Tempel. Ja. Ihr habt auf Yokapedia nachgeschaut. Warte mal, das gibt's glaube ich wirklich. Die ahnungslose Wissenschaftlerin Dr. Putz. Wonach sucht sie immer? Nach dem Nuklear. Also nach dem Molekül. Aber gut, dass die Fragen sich nochmal wiederholen, da weiß man wenigstens, da kommt man dann relativ gut durch. Ja, geschafft! Sehr schön.
Als unlösbar. Na, nicht gegen uns. Bis zum nächsten Mal, ihr Dussel. Sehr geil. Wir haben das Quiz besiegt. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Nur du, der beste Freund. Na nö, wo sind wir denn jetzt hier? Brauchen wir bestimmt. Für irgendwas brauchen wir die. Na, stopp doch! Ach, komm schon! Hier wird Holz hergestellt. Ah, das wird... Was? 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 Holz? Und daraus machen die... Spanplatten oder was? Noch mehr Platten. Und dann machen die... Das sind Seiten und die machen daraus Bücher. Wir sind in einer Bücherfabrik. Aha. Oh oh. Das verfolgt mich ja. Weg. Geht kaputt. Was hast du denn? So, was hat er denn? Ich springe einfach mit A in die Luft und drücke und halte dann A ein zweites Mal, um zu kleiden. Okay. Cool. Jetzt können wir kleiden. Eine neue Fetischkeit. Wir haben eine neue Fetischkeit. Wir haben jetzt hier Fetische gelernt. Eine neue Fertigkeit, würde ich sagen. Wow. Wo kommst du denn her? Naja, später. War ja klar. Da sind Patches. Viele Patches. Damit kann man da irgendwas anstellen. Wenn ich euch besiegt habe, wird die Fledermaus eine schöne Trophäe. Niemals. Dann nicht. Yay, eine neue Welt. Ich tue mir erstmal kurzzeitig ignorieren. Wir schauen uns hier erstmal um. Wow! Ganz ruhig. Ganz. Wow, oh ja. Oh. Nein, Laser! Was? Verschlossene Türen? Du kriegst mich nicht! Nein, Laser! Ja, ich wollte da. Okay, da kommen. Wow! So, wir gehen nochmal zurück, weil hier es noch einiges zu sehen gibt. Aber ich glaube, wir kommen nur weiter, wenn wir diese... Oh, warte mal.
Das klappt nicht. Gut. Okay. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Noch nicht. So, das funktioniert schon mal. Ah, hier brauchen wir das Eis. Alles klar. Ah, suche Raketen. Ah, geh weg, geh weg. Ach du Scheiße, eine Spielhalle. Darum tun wir uns gleich kümmern. Rexy freut sich schon. So. Das machen wir gleich mal auf. Ah! Die Bienen wollen mir ins Leder. Ach, schief. Durchdrehende Augen. Geht's hier rein? Hier geht's tatsächlich. Ach du Scheiße. Nein, stirb. Gehen wir einfach mal hier rein. Petschi. Was? Komm mit da raus. Gehen wir nochmal hier rein. Gehen da rein. Komm mit da raus. Und dann gehen wir mal hier hoch. Was? Gehen wir mal da rein. Dann... Was? Ah! Oh, die Steuerung. Hey, G! Juhu! Ja, wundertastisch! Da leuchtet irgendwas. Da leuchtet auch irgendwas. Dieser Pfeil. Der verweist irgendwo hin. Ich spüre es. Ich habe aber noch keine Ahnung was. Na gut. Vielleicht für später. Ich habe erstmal ein Page mehr, da bin ich erstmal glücklich. Irgendwie geht's dahin, da geht's rein. Ah. Ah. Ich glaube, da fehlt mir noch eine Fähigkeit dann. Na gut. Merken wir uns für später. Gehen wir mal weiter. Ist das nicht dieses Rennen? Wir gucken einfach mal rein. Was haben wir denn hier? Okay, Regeln. Schieß auf Firmis. Schnappe dir Power-Ups und hol dir den Highscore. Mit L bewegen, mit X schießen und A springen. Mal probieren. X schießen und A springen. Ja. Gott.
Geil, die Musik. Richtig, richtig cool. Sniper! Scheiße, einen haben wir vergessen. Oh, da war einer versteckt. Ich weiß aber so gut versteckt, ey. Ja gut, okay. Die war, denke ich mal, erstmal nicht so verkehrt. Vielleicht haben wir ja sogar schon einen Highscore gebrochen. Wäre super. Und? Was? Wir haben den Highscore nicht gebrochen? Können wir überhaupt, sollen wir überhaupt hier einen Highscore brechen? Oder ist das hier nur... Ich gehe erstmal raus. Gucken, was es hier noch so gibt. Nein. Gucken, was das hier ist. Ja. Sammle Federn. Weiche Fallen aus. Schnappe dir Power-Ups. Hol den Highscore. Bewegen. Nur bewegen. Okay. Mehr nicht. Federn sammeln. Brauchen wir. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh, was ist denn das hier? Lass mal einfach mal weg. Oh. Los, 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 los. Oh, was ist das denn hier nur? Nein! Okay. Oh, was? Mann! Hau ab! No! Gott.
Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh mein Gott. Ja, scheiße. Uiuiui, Adrenalinspiel hier, pur. Uiuiui. Nein! Oh, fuck. Ach, schade. Ach, gut. Nee. Das ist dieses... Ich war dort unten, alles klar. Warte mal. Ah, das ist wieder hier Ah, nee, das hat man schon. Das hat man schon. Das möchte ich nicht nochmal spielen. Das hat mir ja. Das ist richtig aggro. Aber wir haben ja hier noch andere. Das ist noch kaputt. Da kann man auch noch nichts machen. Ah, ich glaube, wir müssen hier alles schaffen. Oh, was ist das denn? Cool. Black the Flag. Beschütze die Fahne. Okay. Schnapp dir Power-Ups, schlage auf Dinge ein, schnapp dir Federn. A-Springen. X-Drehangriff. Sprungangriff. Rollen. Rollen. Das werde ich doch nicht hinkriegen. Ah ja. Ah, ich muss beschützen. Oh Gott, und das... Ach du Scheiße. Ich muss die Flagge beschützen. Ah ja, und ich krieg für, solange ich die Flagge bei mir habe, kriege ich Punkte. Wenn ich Federn einsammle, kriege ich auch Punkte, okay. Oh Mann. Nein! Oh Gott, was kommt denn jetzt? Nein! Oh, scheiße. Ach, verdammt. Was haben wir hier noch? Das geht noch nicht. Das ist noch nicht angeschaltet. Wir haben also aktuell 1, 2, 3, 4, 4 Spieler, die wir haben. Gut. In diesem Sinne würde ich erstmal sagen, Entschuldigung, dass es erstmal so lange gedauert hat, dass jetzt gestern die Folge nicht rauskam, also so zum Mittwoch wie geplant. Dafür wird diese Folge da so ein bisschen Überlänge haben. Also ich bin aber überlegen, entweder eine ganze Stunde, je nachdem, ob ihr das überhaupt aushalten wollt, oder halt zweimal 20 Minuten, also so 40 Minuten. Aber das werde ich jetzt gleich noch spontan entscheiden. Mal gucken, wie ich lustig bin. Und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.